Lazarus. Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Ich erkenne da so einiges. Schließe das Portal. Ehrlich gesagt, wenn ich mich hier so umgucke, ich weiß nicht, erwähnt ich, habe ich schon jemals in einem Let's Play gesagt, ich möchte gar nicht hier sein? Habe ich das jemals gesagt? Nee, ne? Vor allem, wir wissen auch gar nicht, was mit Olivia überhaupt ist. Lebt die noch? Ist sie tot? Hatte ich sie selbst geopfert, um die Hölle zu öffnen? Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Ja, Kollege darf nichts sagen. Hat keine Sprechrolle. Schade. Ich dachte, jetzt kommt noch eine Antwort. Hier drin ist aber noch alles okay. Das finde ich gut. Überall hier Blut, Blut, Blut. Drücke E. Ach so, Lazarus-Labore. Gefolgsmann, diese Nachricht wurde in Anerkennung Ihrer Dienste für das Lazarus-Projekt an Sie versandt. Mein Name ist Olivia Pierce. Ihnen wurde die höchste Freigabestufe erteilt, die es im Lazarus-Projekt gibt. Daher wird von Ihnen erwartet, dass Sie an allen angeordneten Ritualen, Opferungen und Vivisektionen sowohl an Dämonen als auch an Menschen teilnehmen. Ihre Teilnahme kann als behandelndes Personal oder als Patient erfolgen. Während wir unermüdlich daran arbeiten, die Tore zur Hölle zu öffnen, denken Sie immer an unser Mantra: Die Wissenschaft wird uns reinigen. Auf unserer kürzlich durchgeführten Expedition zu den großen Steppen wurden mehrere... Was? Hallo? Wie kann ich denn hier scrollen eigentlich? Ich kann hier... Ja, die uns helfen werden. Den... Ach, jetzt kann man hier scrollen. Toll. Auf unserer kürzlich durchgeführten Expedition zu den großen Steppen wurden mehrere neue Tafeln geborgen, die uns helfen werden, den Helixstein weiter zu entschlüsseln. Okay. Es wird doch relativ interessant. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Doom anfange, Texte zu lesen. Hätte ich nie gedacht. Und jetzt guck mich an. Ich dachte, guck mich an! An alle Lazarus-Mitarbeiter. Es wird eine offene Diskussion geben um Fragen und Bedenken wegen dir. Die Sauggranate wurde speziell für den Prätorenanzug des Doom Marines entwickelt. Aber warum? Um die Agent-Rezeptoren in den Handschuhen und Brustplatten zu nutzen. Die Granate hat drei Phasen. Wenn sie scharf gemacht wird, erzeugt sie ein positiv geladenes Partikelfeld um sich selbst. Und die Hand des Werfers wird sie dann losgelassen lassen und explodiert, erzeugt sie dabei ein negativ geladenes Partikelfeld über eine Distanz von mehreren Metern. Die negativ geladenen Partikel ziehen Agent-Plasma jedes Dämons innerhalb des Radius an und ziehen das Plasma aus ihren Zellen. Schließlich zieht der positiv geladene Prätorenanzug die negativ geladene Agent-Wolke auf und sammelt das Plasma auf, das wiederum den Anzug mit Energie versorgt und den Doom Marine teilweise heilt. Das ist sehr cool. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganz default einfach werfen kann. Wie die anderen Granaten. Oh Gott. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier schon irgendwas übersehen habe, bevor wir da runterspringen. Guck mal da hinten. Aber ich glaube, da komme ich jetzt da unten hin, oder? Ich glaube, hinter uns liegt nichts. Mist, der ist aufgestanden gerade. Die wackeln immer so süß. Na, komm schon, komm schon. Hops, na also. Oh. Vielen Dank. Das sieht schon übel geil aus. Ich freue mich auf das, was kommt. Irgendwer wollte hier was malen, hat es aber nicht ganz gepackt. Oh Mist, ich habe keine Granate mehr. So. Jut ist. Wollte ich nicht eigentlich woanders hin? Wollte ich nicht eigentlich hier irgendwie durch? Okay, da irgendwie links unter uns im...
da unten, da ist der Anzug. Aber wie wir da hinkommen, ich glaube nicht so einfach, wie ich dachte. Pinkies, die sind echt fies geworden. Die Revenants, ne, die sind, also ehrlich gesagt, im Vergleich zum Hauptspiel sind die fast schon handzahm. Ne, die, also die Skelette mit den Raketen sozusagen. Aber die Pinkies, die sind nochmal richtig fies geworden. Ich ahne, was wir machen müssen. Ich ahne es. Oh. Geheimnis gefunden. Einfach mal so. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, sollen wir jetzt da schon runter? Ah, ja, da können wir runtergehen. Großartig, hätte ich nicht mit gerechnet. Mist, ich habe den gerade nicht gesehen. Weil ich auf den hier fixiert war. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Ich dachte, wir haben ein Geheimnis gefunden. So, ich wusste nicht, dass ein Geheimnis so groß ist. Raketen, wunderbar. Ein bisschen Muni kriegen wir auch, aber ich habe das Gefühl, wir werden die gleich wieder verbraten. So, da unten geht es auch noch lang. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Immer so ein bisschen erkunden, bevor wir loslegen. So, hier ist ansonsten nichts los. Tja, na dann. Ach, sieh meine an. Das sieht ja interessant aus. Wurde das aus der Hölle geholt? Ah, ist die Berliner Mauer. Ist ein Mauerstück. Jetzt erkenne ich das. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ein Herz für Tiere. Oh, halt, jetzt bin ich hier unten gelandet. Ich bin schon wieder zu hastig. So. Oh, du bist das. Ich habe dich nicht erkannt. Oh, wie angenehm. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte G drücken. Jetzt habe ich die Chance dazu. Dankeschön, mein lieber Freund. Ich muss hier mal gerade raus. Schon. Na. Oh, fuck. G bringt mir gerade gar nichts. Der lebt immer noch. Gut, einer lebt hier noch. Ehrlich gesagt nicht die beste Runde, aber egal. War ein bisschen hakelig. Lebt immer noch jemand. Jetzt nicht mehr. Der Mondpräsenz eliminiert. Abwägung aufgehoben. Gut, war ein bisschen hakelig gerade, weil habe ich hier und da mal festgehakt. Huh.
Es werden derzeit Freiwillige für das aufregende Revenant-Forschungsprogramm gesucht. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Erleben Sie es. Und lassen Sie menschliche Einschränkungen hinter sich. Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen sagen, ob sie in Frage kommt. Ich finde, Jessica aus der Personalabteilung ist ein super Running Gag. Muss ich auch mal sagen. Ich weiß noch nicht genau, jetzt sind wir hier reingekommen, aber was mit dem Fahrstuhl? Ich würde auch gerne wieder da zurück, weil da kommen wir sonst gar nicht. Es sei denn, von da hinten kommen wir irgendwie ran, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ja. Wir hatten auch irgendwo den Fahrstuhl, wo wir hin, ne? Unser Questziel war doch dieser Fahrstuhl, wo der Typ mit den Beinen da rumhing. Ich weiß noch nicht genau, ob wir den jetzt freigeschaltet haben oder nicht. Es werden derzeit Freiwillige für das Aufsehen. Das sieht sehr secret aus hier, was wir hier. Aber man sieht es ja gar nicht mehr so secret aus. Gibt's hier nicht irgendwo irgendwas? Guck mal, da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Irgendwie nach unten. Drücke E. Ah, wie gemein. Das ist ja gemein. Ganz ehrlich, das Gitter da unten hätte ich nicht gesehen, hätte ich jetzt die Karte nicht genommen. Vielen Dank für den USB-Stick. USB. Hier kommen wir nicht mehr raus. So. Dann einmal hier durch. Olivia hat die Höllenwelle irgendwo in der Anlage aktiviert. Ich hatte gehofft, sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer, als ich dachte. Ehrlich gesagt, mich wundert, dass die Viecher mich hier drin nicht angreifen. Das wundert mich ein bisschen. Oh. Mobile da fährt, weißt du was? Inzwischen ist eh fast egal, was wir nehmen. Dankeschön. Entschuldigung, mein kleiner Freund. Ich nehme das mal ganz kurz. Aber ganz ehrlich, ich tausche das trotzdem wieder aus. Gegen den Rotator. So, Secret war das hier nicht unbedingt. Okay. Wir sind jetzt hier. Das Ding da hinten haben wir geholt. Dann können wir ja ganz einfach weitergehen, wenn das dann irgendwie geht. Jo, das geht. Das geht sogar sehr gut. Hier nach oben geht es nicht weiter. Nein, das sah nur so aus. Dann gehen wir mal die Nummer 1. Da muss ich hin. So, okay. Ja. Das war's schon. Guck mal, da oben geht's auch noch rein. Was ist das hier? Okay, ich weiß nicht, ob das hier ein Secret ist, weiß ich nicht so genau. Da unten ist die Automap. Okay, das ist schon mal ganz gut. Wir holen es die einfach mal. Keine Ahnung, was das hier ist. Kryo oder so. Wird hier noch runtergeladen. Automap gespeichert. Die Automap haben wir. Hier geht's auch noch weiter. YouTube Hauptzentrale, wie man sieht. Wo sind wir denn jetzt hier? Über uns gibt es noch ein Zettelchen, dann kommen wir da raus. Da ist noch eine Plattform. Ich habe keine Ahnung, wir gehen irgendwie nicht die Wege, die offensichtlich sind. Ich habe das Gefühl, wir gehen hier immer irgendwelche skurrilen... Ach, da, Wege. So, das nehme ich mal gerade. So, was haben wir denn hier? Cyber Demon. Oh, ein Ding fehlt uns schon. Boah. Oh Gott, das ist er. Cyber Demon. Ein Eintrag fehlt uns. Auf den Korax-Tafeln, die während der automatisieren UAC-Erkundung von 2143 entdeckt wurden, ist von einer Schlacht die Rede, die vor langer Zeit während des dritten Zeitalters im Reich des Titanen stattfand. Ich glaube, Doom 1 oder 2. Ich weiß nicht mehr genau. Während einer Expedition zu den Ebenen wurden verschiedene Relikte geborgen, darunter auch die versteinerten Überreste eines riesigen Schattenfürsten, von dem angenommen wird, dass es sich um einen uralten Balgar-Dämon handelte. Forscher in Lazarus-Laboren begannen damit, die Kreatur wieder zusammenzusetzen. Seid ihr bescheuert? Zunächst ging es nur darum, ein anschauliches Ausstellungsstück zu schaffen. Als jedoch versucht wurde, versteinertes Gewebe mit geringen Dosen von plasmaartiger Argent-Energie zu verschmelzen, wandelte sich das Ziel des Projekts, denn die Energie konnte das Relikt reanimieren.
Ihr seid doch bescheuert, Freunde. Ihr seid doch bescheuert. Achtung, Kern, achso, Kernhitze. Ja, ja, das ist ja überall. Offenbar ist überall die Kernhitze an der Obergrenze. Die haben auch nur 3 Fehlermeldungen hier. So ein 30 Milliarden Euro Labor, aber immer nur 2 Fehlermeldungen am Start. So, von hier kommen wir, ne? Ja, von da kommen wir. Das hier wäre der reguläre Weg gewesen. Gegens Knie, gegens Knie, gegens Knie. So. Die gewiefte Häschentaktik. In den Höllenkämpfen kam vor allem die gewiefte Häschentaktik zum Einsatz. Da will ich rein. Ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie. Entschuldigung. Das explodiert jetzt auch, aber zum Glück nein. Dann haben wir jetzt auf diesem blöden, sinnlosen Weg hier schon so viel verbraten. Hier wollte ich noch. Ach du. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Noch. Und ich sehe da unten schon. Guck mal, was ich hier sehe. Quad Damage. Dann das Ding. Ich glaube, das wird bestimmt pünktlich zusammengesetzt, wenn wir zum Essen kommen. Medizinische Station. Großartige medizinische Station hier. Okay, vielleicht kann ich mir. Was war das denn? Hat gerade irgendwas geschossen? So, ich gucke hier nochmal. Da nach links. Gut. Oh oh. Mir schwant Übles. Ah, eine schöne medizinische Station ist das hier. Also ganz ehrlich, hier möchte ich meine Wunden natürlich auch behandeln lassen. Ich glaube, hier wirst du nicht nur deine Wunden los, sondern auch deine Sorgen. Für immer. Gut, pass auf. Ich nehme mal ganz kurz. Was wollte ich nochmal mitnehmen? Das hier. Ihr Pfötchen. Ja. Ich will nicht nach unten in die OP. Ich will da nicht hin. Aber offenbar muss ich wohl. Großartig. Ach, okay, das ist er. Mist. Alter, wie dynamisch er gerade angeflogen kam. Alter, ich hab ihn doch gerade getroffen. So, gib mir deine Energie und deinen Schutz. Dankeschön. Wozu brauchen die? Alter, 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 alter. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt treffe ich auch nichts mehr.
Scheiße. Fuck. Lass mich verarschen. Schön. Nein, nicht schon wieder er. Alter, ich hasse diese komischen Dinger. Oh, natürlich. Natürlich, warum auch nicht? Natürlich gleich zwei Stück auf engstem Raum und er in der Mitte wird die ganze Zeit zusammengenäht. War ich noch gar nicht. Ja, da geht's noch nicht weiter. So, hier ist noch irgendwas Neues gespawnt. Ich weiß natürlich nicht was. Oh, da wollte ich gar nicht drauf. Hilfe! So. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Alter. Auf engstem Raum immer ein bisschen schwieriger. Guck dir das mal an, die hat hier alles schon präserviert. Es ist so unglaublich. Die hat sich jeden Dämonentyp genommen und hier quasi fein ausgestellt. Guck mal, die kennen wir ja auch, die Dame. Ich weiß gar nicht, warum ich denke, dass die weiblich ist. Vielleicht wegen der flotten Teile und den schlanken Beinchen. Hier kann ich sie nicht erkennen, da sind nur noch Körperteile. Und das hier, weiß ich auch nicht genau, was es ist. Ich weiß auch nicht genau, ob das alles lebt oder nicht. Wenig Munition. So, ja, ein bisschen Muni wäre schön. Von wo kamen wir denn? Erstens macht ihr wieder irgendwas schön Musik. Zweitens, was ist das hier? Lokale Sicherheit, Bereich entriegeln. Sind wir da, wo wir sein müssen? Oh. Noch ein Waffenpunkt und... USB-Stick. Wunderbar. So. Hier sammeln wir auch mal direkt ein. Ich mag es immer, wenn es Raketen gibt. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber der Raketenwerfer ist irgendwie mein Liebling. Raketenwerfer und natürlich hier Shotgun per Default, wobei die inzwischen nach und nach abgelöst wird. Natürlich, hier kamen wir her, ne? Aber ganz ehrlich, inzwischen egal. Ich wollte mir oben gerade noch die Raketen holen, aber jetzt haben wir ja wieder. Können wir das Ding hier nicht irgendwie aufhalten? Nee, ne? Ich meine, ganz ehrlich, warum sollten die Dinger zusammengesetzt werden, wenn die hier eh überall spawnen? Das macht gar keinen Sinn. So, ich schau mal ganz kurz. Dann haben wir das hier, haben wir hinter... Oh Gott, da geht's ja noch... Da geht's ja noch ewig weit runter. Und da geht's... Das ist mit Sicherheit... Ah, das ist mit Sicherheit der Secret Doom Level, würde ich vermuten. Wenn wir jeweils... jemals irgendwo den Schalter dafür finden. Da unten... Ach du Scheiße, geht's ja noch... Okay. Ist wohl ein bisschen größer diesmal. Wird ein bisschen länger dauern. Kann ich hier... Hallo? Nichts. Okay, dann gehen wir da drüben rüber. Hier oder hier runter. So, ich erwarte hier übrigens überall Schreckliches. Ja, 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 ist ja gut. Ich probier mal ganz kurz... War das die 6? Ich probier mal ganz kurz die 6 aus.
Vielleicht steht ihr genau vor uns. Schlechte Idee. So, ein Schuss reicht. Oh nice, das nehme ich gerne mit. Ich erwische die selber nicht mal mehr. Bist du doof? Okay, diese Gun hier ist gegen Pinky super. Boah, Alter, wie soll man denn... Boah, Hilfe! So, Alter, geh weg! Ja, endlich mal! Oh, Alter, und natürlich... Kaum machst du einen Finishing Move mit dem einen, kommt der nächste gleich angescheißert. Ach, fuck you. So, Kollegen. Schluss mit lustig. Krieg ich mal kurz deine Rüstung. Dankeschön. Krieg ich mal kurz deine Rüstung. Dankeschön. Ah. Deine auch. Merci. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Alter Schwede. Was ein Spaß. Okay, links rum. Links gibt's noch ein Püppchen. Irgendwo da oben. Ich weiß nicht genau wo. Oder dahinter. Oder oben, hinter, hinter, oben. Ist das drüber oder wo ist das? Ja, das müsste drüber sein. Aber wie kommt man da hin? Wie kommt man denn da nun wieder hin? Das Püppchen nehme ich gerne mit, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht hier hinter eins dieser Dinger. Ah. Na, sieh mal an. Geheimnis gefunden. Ah. Sneaker. So, Olivia Pierce Modell, Elite-Typ, igittigittigittigittigitt. Helixstein, Glyphenanalyse, was auch immer das heißt. Also, ich meine natürlich, ich meine, was die Glyphen heißen. Ich weiß nicht, was eine Analyse ist, aber was auch immer die Glyphen heißen. Viel scheint da noch nicht analysiert worden zu sein. Und hier geht's offenbar überall raus. Krieche ich jetzt? Nein, aber jetzt. So, Bereich entriegeln. Fortfahren auf eigene... Bereich entriegeln. Ist doch eh immer auf eigene Gefahr und BÄM! Nanü? Was zum Teufel haben... Was? Was war das? Schließe das Portal, beschaffe den Helixstein! Karte aktualisiert, wir sind jetzt... den Level noch nicht weiter, ne? Wir sind den Level noch nicht weiter. Warte mal. Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Wir haben den Level... Wir haben noch gesehen, dass der Level viel größer ist, aber jetzt haben wir angeblich... Guck mal, wir waren hier waren wir noch gerade drin. Hier eben noch. Und plötzlich ist alles grau. Kann es sein, dass wir jetzt... Creon hi olende venu. Singen, stand da unten gerade. Singen. Okay, kann es sein, dass wir hier irgendwie in einer invertierten Version sind oder vielleicht in der Olivia Pierce-Welt? Könnte ich mir vorstellen. Was wollte ich gerade machen? Genau. Wir haben nämlich noch ein paar Punkte zu verteilen, sehe ich gerade. Rasche Erholung, aufgeladene Salve, Explosivschuss, Exklusivschiss. Das ist auch schön. Ehrlich gesagt, das Ding hat mir gerade ganz gut gefallen. Schüsse durchdringen Ziele, Doppeltruhel, du kannst zweimal mit der Superschrotflinte feuern, bevor du nachladen musst. Das gefällt mir auch ganz gut. Zack. Meisterschaft. Töte 30 mal mehrere Dämonen mit einem Schuss. Okay, Mikroraketen, 5 Punkte haben wir jetzt noch. Was wollte ich noch machen? Unbedingt Leichtgewicht, bewege dich schneller. Nein. Hier vielleicht Kugel. Oh, das hätte ich nehmen sollen.
Aber ehrlich gesagt, wir können hier noch so viel nehmen. Leichtgewicht, bewege dich mit Geschwindigkeit. Da ist noch was gesperrt. Zielerfassungshalbe, schnelle Erholung, reduziert die Zeit. Ja, das hätten wir vielleicht nehmen sollen. Oder hier, schnelle Erholung, Leichtgewicht. 3 Punkte. Aufgeladener Energieschuss mit dem Ding. Aber ganz ehrlich, da braucht man nichts. Ich spare den Rest lieber nochmal. Guck nochmal ganz kurz bei der Ausrüstung. Wo so. So, 3, 3, 3. Kostet eh alles 3. Verbessere das Tempo bestimmter Aktionen, verstärke Effektivität, Ausrüstungssystem. Was haben wir denn hier? Energieverstärkung erhöht die Zeit, die ein Verstärker aktiv bleibt. Weißt du was, das nehme ich jetzt mal mit. So, weil das können wir ja auch echt gut brauchen.